Willkommen Leute zu einem weiteren Video mit einer verbotenen Karte und zwar dieses Mal zur Hexe vom Schwarzen Wald, ein Effektmonster der Stufe 4 mit der Eigenschaft Finsternis und dem Typen Hexer und den Werten 1100, 1200 und dem Effekt, falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, füge deiner Hand ein Monster mit 1500 oder weniger Death von deinem Deck hinzu. Diese Karte hier ist quasi genau das gleiche wie Sangarn, nur dass man halt da Monster mit 1500 oder weniger ATK vom Deck sich hinzufügen kann. Und Sangarn kommt mit Erratum bald wieder. Aber ich gehe jetzt mal vom alten Sangarn aus, um hier schön argumentieren zu können. Und da hatten wir quasi zwei identische Karten, die sich auf Death oder ATK beziehen. Und ganz klar, Hexe vom Schwarzen Wald kann tausende verschiedene Monster searchen. Aber sie muss vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden. Und das ist ein verdammt langsamer Effekt, der zu langsam ist, um in der Meta gut gespielt werden zu können. Allerdings ist die Frage, ist die Hexe vom Schwarzen Wald so viel gefährlicher als Sangarn, dass dieses langsame Spielen in Kauf genommen werden könnte von Metaspielern und die Karte vielleicht zu broken wäre, um sie wieder zu erlauben. Denn Monster mit 1500 oder weniger Death zu suchen, ist besser als Monster mit 1500 oder weniger ATK zu suchen, weil es da einfach heftigere Targets gibt und in meinen Augen auch mehr Targets gibt. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und es sind Suchkarten, die tausende von verschiedenen Monstern auf die Hand nehmen können. Das darf man nicht unterschätzen. Da gibt es ein gigantisches Potenzial. Hinzu kommt noch, dass die Hexe ein Stufe 4 Monster ist und nicht wie Sangarn ein Stufe 3 Monster. Sprich, man kann sie in sehr viel mehr Decks als XY-Variante einbinden. Sprich, sie kann auch noch was bringen, wenn man sie halt gerade nicht für ihren Effekt nutzen möchte. Und wird deswegen wahrscheinlich auch öfter eingebaut werden als ein Sangarn, der mit Stufe 3 irgendwie nicht dazu passt, zu vielen Decks. Ansonsten ist es halt echt ein heftiger Searcher. Erraten könnte man halt die Karte hier ähnlich wie Sangarn, dass man sagt, man kann keine Karten mit demselben Namen wie die Karte, die man sich hinzugefügt hat, in dieser Runde aktivieren. Und schon ist die Karte noch langsamer und man wird sie nicht mehr nutzen. Und ich denke, dass auch das ein gutes Erratum wäre. Und ich verstehe bei bestem Willen nicht, warum Konami nicht beide Karten gleichzeitig erratet hat und gleichzeitig wieder auf den Markt gebracht hat. Eigentlich kann es nur so sein, dass sie vor der Hexe mehr Respekt hatten, weil sie Stufe 4 ist und weil sie halt heftigere Targets suchen kann. Aber ich denke, wenn es sich zeigt, dass Sangarn mit dem Erratum nicht mehr broken ist, dann wird die Hexe wiederkommen. Und das auch vollkommen zu Recht. Mit dem Erratum ist sie zu langsam, auch wenn sie für Fun-Decks elementar sein wird. Ich meine, was kann man sich damit alles suchen? Das ist die riesige Bandbreite an Karten, die da möglich sind. Und sowas brauchen wir eigentlich für Fun-Decks. Wie gesagt, für Meta-Decks viel zu langsam. Der Gegner muss sie im besten Fall zerstören dann am Ende in seiner Runde. Dann kann man auch noch die Karte, die man sucht, in der nächsten Runde nicht gescheit nutzen. Alles viel zu langsam. Deswegen, in meinen Augen, kann man die Karte mit dem Erratum wieder erlauben. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr weitere Erraters habt für diese Karte, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr weitere Karten sehen wollt, schreibt ihr auch in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem anderen Video. Bis dann. Tschüss.